Nachdem die Märkte jetzt verdaut haben, dass es Ende Juli eine Zinssenkung durch die Fed geben wird, kommen jetzt neue Themen plötzlich wieder auf die Agenda, die eigentlich alte Themen sind. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Zum Beispiel, dass Trump heute getwittert hat, China lässt uns hängen. In einem Tweet hat er das ziemlich klar formuliert, Mexiko macht einen super Job an der Grenze, so Donald Trump, aber China lässt uns hängen, indem sie nicht Landwirtschaftsprodukte aus den USA kaufen. All das zeigt, dass seit dem Waffenstillstand auf dem G20-Gipfel offenkundig nicht so wahnsinnig viel passiert ist an Fortschritten. Dazu gab es heute Nacht auch einen Bericht der Washington Post, der genau das zeigt, dass die Chinesen eigentlich überhaupt keine Bereitschaft zeigen, hier auf die Forderungen der Amerikaner einzugehen. Und wenn wir uns das größere Bild mal anschauen, wie etwa Strategas, ein Analysehaus, das sagte, dann sehen wir, dass alles, was wir eigentlich seit dem G20-Gipfel gehört haben in Sachen Handelskrieg, negativ war. Es gab da kein wirkliches Entgegenkommen. Es gibt nicht wirklich eine Vereinbarung für ein nächstes Treffen zwischen den USA und China. China hat immer wieder in Frage gestellt, das, was die USA gesagt hat. Die USA zum Beispiel haben gesagt, ja, das Telefonat zwischen Lighthizer Mnuchin und Liu He, das sei konstruktiv gewesen. Die Chinesen haben das Wort konstruktiv nicht benutzt, sondern nur gesagt, ja, sie haben telefoniert. Also die Chinesen haben ihre Haltung geändert. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, den man jetzt begreifen muss. Und das hat wohl Konsequenzen, wie hier Strategas sagt, die Hardliner in China haben jetzt das Ruder übernommen, die Hardliner gegen die USA, die einfach die Erfahrung gemacht haben, oh, die Amerikaner, die wollen uns nach unten drücken. Und es hilft nichts, da gute Miene zum bösen Spiel zu machen, sondern da muss man dagegen halten, sonst passiert hier Negatives, es macht sonst gar keinen Sinn. Und das ist etwas, was die Märkte vielleicht noch nicht so wirklich eingepreist haben, was sie vielleicht einpreisen müssen. Denn die haben gecheckt, die Chinesen, dass Trump vor allem seine Wählerbasis in den landwirtschaftlichen Bereichen hat. Und hier sehen wir, dass zum Beispiel die Exporte der USA nach China geradezu kollabieren. Vor allem Landwirtschaftsprodukte werden von China überhaupt nicht mehr gekauft. Und das ist für Trump schlecht, denn seine Anhängerschaft im Mittleren Westen, die lebt eben von diesen Landwirtschaftsgütern und denen geht es miserabel. Trump feiert aber auf der anderen Seite hier nochmal zurück zu diesem Bild, dass der Dow Jones heute die 27.000er-Marke das erste Mal überschritten hat. Aber ich glaube, dass Trump derzeit einen entscheidenden Fehler macht in Sachen Wiederwahl 2020. Er feiert die Rekorde an den Aktienmärkten, aber seine Wählerbasis, nämlich zum Beispiel Landwirte im Mittleren Westen, die haben ein richtiges Problem und das auch wegen Trump, eben wegen seiner Politik mit China. Und wir sehen hier, dass die meisten Amerikaner, nämlich die Hälfte der Haushalte, das sind etwa 65 Millionen Haushalte, Haushalte also mit meistens mehreren Personen, die besitzen insgesamt 0,8% des US-Aktienmarktes, also eine verschwindend geringe Zahl eigentlich. Die profitieren von diesem Dow Jones 27.000 überhaupt nicht. Das ist das Problem, das Trump möglicherweise nicht auf dem Zeiger hat, dass der Durchschnittsamerikaner eben von dieser Hosse an den Aktienmärkten nicht so wahnsinnig viel hat. Apropos Hosse an den Aktienmärkten, schauen wir uns mal ein paar interessante Aussagen von Donald Trump an. Hier zum Beispiel, als er einst sagt, dass die Fed Geld in die Märkte pumpt, ist zwar kurzfristig eine gute Nachricht, aber das kann nicht für immer gut gehen. Seid vorsichtig mit euren Investments. Oder 2016 sagte er, QE3, also das Quantitative Easing Teil 3, ist ein spezieller Gefallen an Obama durch die Fed. Das wird aber eine Rekordinflation auslösen bei Nahrungsmitteln und Öl. Und das wird besonders Familien treffen, die ein geringes Einkommen haben. Big mistake, großer Fehler. Also Trump damals noch ein bisschen anders gestrickt als heute. Damals sagte er 2016 über den Aktienmarkt, ist alles eine riesige große Blase. Und jetzt hat er, wie vorhin schon gezeigt, gefeiert, dass der Dow Jones die 27.000er-Marke erreicht hat. Also als Präsident lobt er die geringe, vermeintlich geringe Arbeitslosigkeit. Vorher hat er gesagt, bevor er Präsident war, ja, die Arbeitslosigkeit ist in Wahrheit viel höher, so um die 25%, vielleicht ein bisschen übertrieben. Jedenfalls, Trump dreht sich da nach dem Wind, wie es ihm gerade passt. Das muss den Trump-Freunden, die ja auch in Deutschland gar nicht so wenig zahlreich sind, mal klar gesagt werden. Schauen wir uns ein paar andere interessante Statistiken an oder Dinge an, die vielleicht von Relevanz sind. Wir haben heute die Verbraucherpreise gesehen aus den USA, höher als erwartet, Kernrate.
ohne Nahrung und Energie plus 0,3%. Das ist schon eine Ansage zum Vorjahresmonat plus 2,1%, damit über dem 2,0% Ziel der Fed. Gestern hatte Jerome Powell noch gesagt, naja, die Inflation, die ist eingegrenzt, da passiert nichts. Aber hier sehen wir zum Beispiel Aussagen von Navarro, der gesagt hat, gibt keine Inflation und hier die Zölle, die da erhoben werden, das müssen die Länder bezahlen, die eben ihre Waren exportieren, nicht die Amerikaner. Ähnlich hat Larry Kudlow sich geäußert, aber wie hier Scott Wepner bemerkt, viele, viele CEOs, die auf dem Fernsehsender, Finanzsender CNBC aufgetreten sind, haben gesagt, ja, wir haben durch die Zölle höhere Kosten und die müssen wir an die Konsumenten weitergeben. Auch das wird eben Trumps Wählerschaft besonders treffen. Dementsprechend braut sich da etwas zusammen, während die Märkte in Hurra-Stimmung sind, weil die Fed die Zinsen senken will. Aber schauen wir uns mal ein paar Marktinterner an. Dann sehen wir hier Erstaunliches. Wir haben zum Beispiel hier die Situation, dass der Dump Money Confidence Indikator wieder relativ hoch steht. Dump Money ist das Geld, das von den nicht allzu sophisticated Investors stammen, um es mal so zu formulieren. Normalerweise haben wir dann eine relativ schlechte Performance in den nächsten Monaten. Wir sehen, dass der Russell 2000 hier deutlich hinter den anderen US-Indizes hinterherhinkt. Oft kein allzu gutes Zeichen, so war es in der Vergangenheit. Und wenn wir uns mal anschauen, dass wir jetzt in der Woche vor dem 4. Juli, also dem Unabhängigkeitstag der USA, Abflüsse aus den Aktienmärkten, sowohl ETFs als auch aus der Fonds hatten, die der viertgrößte Abfluss seit dem Jahr 2007. Das ist enorm. Wir sehen also, dass die Aktienmärkte steigen, aber die Leute eigentlich permanent Geld aus dem Markt ziehen. Normalerweise ist es so, dass Geld zufließt, wenn Märkte steigen, weil die Leute einfach zuversichtlich sind für die Aktienmärkte. Derzeit haben wir steigende Aktienmärkte und Abflüsse an Kapital. Jetzt sagt hier Sentiment Trader respektive Liz Ann Saunders, das ist kurzfristig vielleicht ein Kontraindikator, wenn Geld abgezogen wird, aber die Erfahrung zeigt eben, dass dann in den meisten Fällen in den nächsten 2-3 Monaten dann eben, dass die Performance negativ ist, wenn man solche Abflüsse an den Aktienmärkten hat. Das also mal so ein Gesamtbild in Sachen China, Donald Trump, Aktienmärkte, Fed. Jetzt wollen wir uns die Charts anschauen und gucken, was da so los ist. Wir haben den S&P 500 2999, damit hier nach wie vor an dieser 3000er Marke sich hangelnd, die gestern erreicht wurde, ja als neuer Rekord. 2014 haben wir die 2000er Marke erreicht und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es ganze 10 Aktien sind aus dem S&P 500, also ein 50stel der Aktien wie Microsoft, beste, hat das meiste beigetragen zu diesem Kursgewinn seit 2014. Dann kommt Amazon. Es sind 10 Schwergewichte, die praktisch mehr als ein Drittel der Gesamtperformance des S&P ausmachen. Und die anderen 490 Unternehmen machen 2/3 aus. Das zeigt die Ungleichgewichtung, dass es wenige große Werte sind, die hier eben die Aktienindizes nach oben ziehen. Das ist der S&P 500. Den Dow haben wir schon gesehen über der 27.000er Marke. Wir sehen den Nasdaq, der aktuell bei 7.923 handelt. Wir sehen, dass die FANG-Stocks ja zuletzt sehr stark zugelegt haben, aber jetzt als Gesamtindex, es gibt so einen FANG-Index, an einer Widerstandsmarke ist. Wir sehen, dass der Euro-Dollar die Gewinne, die er gestern aufgrund der dovischen Aussagen sowohl von Jerome Powell als auch durch das FOMC-Protokoll nicht ganz halten kann, 1,1251. Wir sehen, dass das Gold sich versucht, über der 1400er-Marke zu halten, 1410 aktuell. Und wir haben den Ölpreis nach wie vor robust nach den gestrigen Lagerbeständen und den andauernden Iran-Spannungen, die ja nach wie vor der Fall sind. Iran hat ja versucht, ein britisches Schiff jetzt in der Straße von Hormuz feste zu machen, als Revanche dagegen, dass die Briten vor Gibraltar ein iranisches Schiff dingfest gemacht haben. Die Amerikaner haben neue Sanktionen angedroht. Zyniker fragen, ja, was wollt ihr denn noch sanktionieren? Die Luft des Iran oder was? Also das ist jetzt die Thematik, die natürlich tendenziell Öl unterstützt. Ob die Märkte unterstützt bleiben, ist die große Frage. Alles Gute ist eigentlich eingepreist. Nichts Negatives ist eingepreist. Das ist vielleicht eine nicht ganz uninteressante Konstellation. Ich wünsche jedenfalls einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.